Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Dezember-Spezial. Ich habe, falls ihr es ihr nicht gesehen habt, ich habe gestern schon angekündigt in meinem DM-Haul, dass ich von meinem Mann einen Adventskalender bekommen habe, was zum Thema Beauty. Und ich habe mir überlegt, ich packe das alles einfach mal mit euch zusammen aus. Heute ist ja der erste und deswegen habe ich gedacht, packen wir mal Paket Nummer 1, uppala, Paket Nummer 1 aus. Wie ihr seht, ist es noch komplett zu. Ich weiß selber nicht, was drin ist. Und ich werde auch nicht sagen, was drin ist in der Beschreibung, damit es für euch genauso spannend bleibt wie für mich. Und ich denke mal, wir fangen einfach mal an und schauen mal und lassen uns mal spannend zugucken, was hier so drin ist. Mal gucken. Uiuiui. Gut eingepackt hat das schon mal. So. Anfang ist gemacht. Und dann wollen wir mal gucken. Okay. So, Müll zur Seite. So, hier ist drin von Technik eine Color Fix Palette, Cream Contour, nee, Cream Corrector Palette. So sieht die aus. So, gucken, was hier so steht. Wo steht's denn? Hier steht erstens Pink, also hier Pink zum Aufhellen. Zweite Lila, das ist, Moment, zur Korrektur von blasser und geprellter Haut. Drei Grün, um Rötungen zu minimieren. Vier Peach, um bläuliche Untergrundunregelmäßigkeiten zu neutralisieren. Fünftens ist Rosé. Da steht zu, um Verfärbungen auszubalancieren. Sechs Silber, zum Hervorheben und Aufhellen. Sieben Gelb, um dunkel lilafarbene Stellen zu neutralisieren, und 8 ist ja so orange. Da steht zu, um aschfarbene Hauttöne in warme Farben zu wandeln. Ja, sehr cool. Ich dachte, denk mal, wir swatchen das auch gleich mal. Mal gucken, wie stark pigmentiert die sind. Ich bin gespannt. Ich kenne die Firma noch nicht. Habt ihr Erfahrungen mit der Firma? Dann könntet ihr mir das mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die gut oder schlecht findet. Riechen tun sie nach nichts. Mal gucken. Ja, also, ich weiß gar nicht. Doch, ein bisschen sieht man es, ne? Mal gucken. Ich swatch das mal für euch und dann zeige ich euch das mal. Weiß nicht, ob man das. Das sind die ersten. Also Peach, Lila, Grün und das war Gelb. Und jetzt machen wir mal die zweiten. Die machen wir mal hier auf den Arm. Mal gucken, ob man das sieht. So, zwei noch, dann haben wir es. Ja, sieht man, ne? Ja, sehen ganz nett aus. Ich werde es mal ausprobieren, mal gucken, was mein Gesicht dazu sagt. Und ich kann euch ja dann, wenn ich die Sachen, die alle im Kalender waren, mal so durchgetestet habe, kann ich euch ja gerne noch mal ein Review-Video machen, um euch zu erzählen, wie ich die Produkte finde, ob sie sich gut anwenden lassen oder schlecht anwenden lassen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt.
Aber ich denke mal, so ein paar Beauty-Produkte sind noch dabei. Und dann mal gucken, was noch so Schönes passiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Abo da, damit ihr die nächsten 23 Türchen auch nicht verpasst. Und dann sehen wir uns morgen mit voller Spannung für Türchen Nummer 2. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.